Hallo, meine Lieben. Ja, ich bin, ihr süßen Herzensmäuse, etwas spät mit dem Sommerhaus dran. Ich habe es zwar gestern gedreht, ich hatte einen bisschen chaotischen Tag, weil ich noch ganz viel Kleiderspenden aussortiert hatte, die ich dann ins Obdachlosenheim gebracht habe. Dann hatte ich noch einen Arzttermin mit einer Impfung, die ich brauchte. Und dann war ich bei meinen Eltern, dann habe ich noch einen Freund in Straßburg abgeholt am Bahnhof und. Und habe das Video bei meinen Eltern gestern gedreht zum Sommerhaus. Allerdings habe ich eine Nacht drüber geschlafen, weil ich glaube ich einfach vielleicht auch durch das ein oder andere selber ein bisschen sehr getriggert war. Und ich glaube, dass es zu hart von der Reaction war. Natürlich möchte ich schon hier sagen, was ich fühle und was ich sehe, was ich wahrnehme, was ich aus der psychologischen Sicht heraus auch erkenne. Aber da war ich, glaube ich, ein bisschen zu persönlich gestern und deswegen mache ich das Video jetzt heute Morgen mit einem Kaffee und mit lustigen Haaren, wie ihr seht. Also ein Bad Hair Day. So, also wir schauen Folge 5 Sommer aus. Da möchte ich vorher noch was sagen und zwar lasse ich mich jetzt weder beeinflussen von irgendwelchen Teilnehmern, noch möchte ich Dinge runterspielen oder gravierend Partei ergreifen, sondern ich versuche hier eine neutrale Geschichte aufzubauen im Vergleich zu anderen. Denn es sind hier wirklich ganz viele toxische Verhaltensweisen dabei, vor allen Dingen von zwei Paaren, nämlich von dem Bauer und aber auch von Erik und Katha. Und deshalb möchte ich hier einen ganz neutralen Blick drauf richten. Und mich jetzt eben nicht voreingenommen oder einschüchtern lassen durch irgendwelche Aussagen von Teilnehmern aus dem Sommerhaus und möchte euch hier bekommt ihr jetzt eine ganz pure und neutrale Meinung und zwar meine. So, also fangen wir mal an mit Sommerhaus Folge 5. Warum hast Ja, du und gestern dann. nicht Mario genommen zum Beispiel? Ja. Das war doch deine. Weil wir dachten bis gestern Abend, bis der Umschlag aufgemacht wird, dass wir gehen. Ja. Und die Stimme war für uns der Motivationskick. Das war unsere Intention. Mach's doch nicht so kompliziert. Mario hat erwähnt, dass er schon früher mit dir Probleme hatte. Du warst ja der Meinung, dass allein schon, dass du mit. Schaut mal gerade, man sieht es jetzt ganz gut, er fuddelt hier so rum, er ist nervös, er lügt. Das ist ein ganz deutliches Zeichen und mir ist ja Steffen auch überhaupt nicht sympathisch. Aufgrund dessen, da ich ihn wirklich als hinterhältig, falsch und intrigant einschätze, würde ich auch niemals, niemals hier ein Interview mit ihm führen, weil ich ihm einfach gar nichts glaube. Und sie geht, aber er, ihn finde ich anmaßend und ich meine, was hat er denn schon großartig jetzt auch gespielt, ja, unter uns oder so. Also, ja, ist halt ein Soap-Darsteller. Mario, dieses Verhältnis hast du automatisch schon zwei, drei Stimmen, hast du ja gesagt. Wir hatten Ja, aber keinen. warum hast du nicht Sascha genommen zum Beispiel? Er ist auch ein starker Gegner. Mit denen hat Katharina, haben wir viel mehr Kontakt. Da habe ich echt meinen Zweifel dran. Und das gefällt mir halt auch nicht. Da kriegt er einmal jetzt kurz die Wahrheit serviert. Und ja. Die haben die euch auch trotzdem nominiert, obwohl ihr das Zimmer Ja, was teilt. wussten wir ja nicht? Haben gesagt, das war's. Wir haben jetzt noch diese eine Stimme und die schenken wir euch. Und die schenken wir euch. Ganz einfach. Freut sich richtig drüber. Das ist einfach Taktik. Ich glaube, wir sind eine leichte Beute. Die kriegen uns schnell weg. Wir sind kein Hindernis für die. Ihr hättet gestern auch jemand anderen die Stimme geben können, ne? Gut, da hat er natürlich recht. Das hätten sie auch machen können. Ja? Komm, also, wir schreiben jetzt TV-Geschichte. Wir schreiben jetzt TV-Geschichte. Da möchte er einmal drüber rutschen und TV-Geschichte schreiben. Die Leute, die gestern safe waren, sind heute nicht mehr safe. Du musst um deinen Arsch kämpfen, du bist der Nächste. Ja, da hat sie wohl recht, da hat Kader wohl recht. Deswegen, also ich bin mittlerweile ehrlich, ich würde Mario und Doris wählen. Er würde Mario und Doris wählen. Okay, interessant, hätte er ja aber auch schon tun können. Du musst das Kind beim Namen nennen, weißt du, was ich Ich meine? weiß, ich weiß. Dann.
merkst du, dass hier völlig ein anderer Wind weht. Genau. Weißt du, jetzt sind wir alle so mit die Mitläufer hier. Das Ding ist, sie hat recht. Es gibt hier Leute, die haben mir noch das Sagen, obwohl die eigentlich gar nicht das Sagen haben dürfen. Und alle, wenn einer sich dagegen stellt, jetzt so. Ja, aber so ein Sascha ist... Also, was heißt denn hier das Sagen haben, ja? Das ist natürlich auch wieder eine ganz schwierige Aussage, finde ich, ja. Denn letzten Endes, es gibt immer Gruppierungen, aber ich sehe jetzt Mario nicht als Leitwolf für alle Paare da drin, ja. Das ist jetzt so sein Blickwinkel, seine Wahrnehmung da drauf, ja. Und das auch zu sagen, okay, man stürzt da jetzt jemand oder zündet eine Revolution an, wie auch immer, dafür muss derjenige aber erstmal in der Position sein. Und da muss man sich fragen, was hat man selber dazu beigetragen, dass derjenige überhaupt in dieser Position auch ist. Mir doch egal, was so ein Sascha sagt. Ich bin mittlerweile gar nicht mehr bei Sascha, ich bin voll bei Mario so. Weißt du, man muss manchmal im Leben auch ein bisschen annehmen. Ich glaube, wenn du was gegen Mario sagst, hast du alle gegen dich. Man muss manchmal auch ein bisschen anecken. Nee, muss man nicht. Man kann es auch charmant machen und ehrlich machen. Und ja. Und wenn wir rausfliegen, übernehme ich die komplette Verantwortung. Ja? Übernehme ich die komplette Verantwortung. Ja, das bringt uns dann aber auch nichts. Ja, das bringt euch dann auch nichts, das stimmt. Guck mal, Mario, du bist für mich wirklich einer der größten Idole früher. Ich bin Bayern-Fan, ich kenne alle deine Tore, ich weiß, was du geleistet hast und ich erkenne auch immer die Hierarchie an. Also er erkennt die Hierarchie an, er sucht das Gespräch mit Mario, lobt ihn erstmal. Ja, das macht man gerne, wenn man zum Beispiel Kritik dann anbringen möchte. Und er sagt, er erkennt die Hierarchie an. Damit setzt er ihn ja selber auf den Thron. Aber ob das jetzt zum Beispiel ein Sascha macht, ein Bauer macht, ein Cosimo macht, das sei jetzt immer ganz dahingestellt, das ist ja gar nicht der Fall. Er in seiner Wahrnehmung setzt den Mario auf den Thron. Jetzt ist es so, dass der Mario natürlich durchaus ein sehr erfolgreicher Fußballer war und vielleicht jetzt auch nicht dieses mega... nachdem er aktiv Fußball gespielt hat, hat er die Karriere so ein bisschen gebröckelt. Das kann an einem sehr großen Ego natürlich auch arbeiten. Im negativen Sinne, ja. Und da bin ich halt schon auch so, dass ich sage, okay, der hätte sich vielleicht oder höchstwahrscheinlich einen ganz anderen weiteren Lebensabend sich vorgestellt, ja. Vielleicht ein hoher Trainerposten bei einem großen Verein, bei einem Erstligisten oder ähnliches, ja. Er hat ja auch durchaus Ahnung von Fußball, macht aber jetzt irgendwelche ehrenamtlichen Jobs. Ist natürlich auch möglich, dass er sagt, ey, ich habe durch die Profikarriere finanziell vorgesorgt und ausgesorgt, ja. Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe und deswegen bin ich auch hier in so einer Sendung. Und vielleicht auch natürlich, weil es ein bisschen Geld gibt, ja. Das ist ja nun mal der Faktor, warum einfach jeder da gerne mitmacht, ne. Jetzt kommt aber Erik und baut jetzt hier aus dem Nichts eine Situation auf, um sich zu profilieren, um sich selber zu profilieren. Und das macht man ja nur, wenn man ein sehr kleines Selbstwert hat, ja, oder ein sehr kleines Ego hat oder mehr aus sich machen muss, als man eigentlich ist. Brichst du Spiele ab? Welches Spiel? Du hast das Spiel abgebrochen, wo du was übergezogen hast? Genau, das einzige Spiel war das. Naja, aber ich vermisse... Moment, pass auf. Das war das einzige Spiel, wo ich abgebrochen habe. Sonst halt mehrere Spiele. Mario, aber ich habe bei dir das Gefühl, dir ist wichtiger, irgendwie hier die Zigaretten zu rauchen, als mal wirklich ein bisschen durchzuziehen. Und stimmt. Mario, ich finde auch... So, also er baut eine Situation auf, aufgrund des Rauchens. So, jetzt muss ich wirklich auch dazu sagen, das habe ich auch im Talk mit Saniel gesagt, dass ich habe da auch viel mehr geraucht bei Kampf der Reality Stars. Weil Leute, es ist Furz, Scheiß, langweilig. Ganz, 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 ganz viele Stunden am Tag passiert ja gar nichts. Man geht in ein Interview und hat mal wieder Wartezeit. Mal Wartezeit beim Spiel. Das Spiel ist ein ganz kurzer Moment am Tag, ja, wo man mal beschäftigt ist. Und dann passiert wieder echt einfach stundenlang gar nichts. Und langweilt sich zu Tode. Und dann fragt immer der eine, komm, geh mal eine rauchen und schwuppdiwupp.
bist du dann da drin und rauchst viel mehr als zu Hause. Das, finde ich, ist kein Punkt, ihm zum Vorwurf zu machen. Zumal die Doris, seine Frau, gerade einen Kuchen für alle backt. Und die sehe ich ganz oft in der Küche. Ich sehe aber weder Erik noch Katha irgendwie bei Hausarbeiten oder in der Küche oder irgendwo aktiv, sondern die sind immer sehr passiv. Also finde ich den Vorwurf, dass er nichts machen würde, falsch. Vor allen Dingen, weil sie als Paar dann doch, auch wenn es die Doris ist, schon was machen. Dass du alles bewertest hier, dass du Leute immer auch so ein bisschen auf eine Seite bekommst, weil ich fand die Wahl gestern, fand ich wirklich absolute Kacke. Ich finde, du hättest auf der Liste stehen müssen. Na Moment, das musst du mit mir nicht anlegen. Wenn du deine Meinung gehabt hättest, hättest du gestern einen Schwachen wählen müssen und nicht einen Starken. Du widersprichst dir in deiner Nominierung. Und da gebe ich ihm recht, er hätte ihn wählen können. Wäre ihm ja freigestanden, hat halt den Arsch nicht in der Hose gehabt, sondern hat sich der Gruppe angeschlossen, um dann wieder bei der Gruppe zu punkten, indem er eben nicht gegen den Strom schwimmt. Ja, Erik, falsche Taktik, ja. Und Mario hat ihm erstmal hier jetzt wirklich zugestimmt, zum einen mit dem Rauchen, und hat ihm erklärt, ey, du hättest mich auch wählen können. Bisher läuft es ganz normal ab, aber Erik versucht hier zu provozieren, um partout Sendezeit zu haben. Mario, wenn ich nochmal die Wahl hätte, dann würde ich dich wählen. Du kannst mich wählen. Erik, ich will mit dir gar nicht mehr darüber diskutieren, weißt du warum? Ja. Weil du bist falsch. Du bist ein falscher Hund. So, du bist ein falscher Hund. Ich möchte mit dir nicht mehr diskutieren. Ist ein gutes Recht. Damit hätte auch ein Schlussstrich sein sollen. Nur, Mario hat sich jetzt natürlich auch triggern lassen und ist leider voll drauf eingestiegen. Warum manipulierst du die Leute und bringst sie auf eine Seite? Du brauchst nicht laut werden. Nee, absolut. Alle, ist mir scheißegal, was du sagst. Redet er denn? Kann man nicht normal reden? Nee. Ja, er wird laut, er inszeniert sich jetzt gerade selber. Er meint dadurch Pluspunkte zu sammeln, indem er sich gegen Mario auflehnt mit einem Furz. Ja? Also wenn es jetzt irgendeinen massiven Grund gegeben hätte. Aber jetzt, dass der da sitzt und raucht, seine Katha liegt auch nur in der Sonne, die anderen liegen auf der Bank, sind ja alle fast am Chillen, ja. Und außer Yvonne und Doris, die ja ein bisschen was für die Gruppe machen, ne. Und das ist einfach kein richtiger Vorwurf, ne. Er versucht hier einfach künstlich Zeit zu generieren für sich und findet es dann auch noch geil und cool. Absolut. Weiß, dass du Sendezeit brauchst. Ich weiß auch, dass da die Leute hinter dir stehen. Du ruhst dich vom Erfolg aus, der vor 20 Jahren war. Ganz einfach. Nee, absolut. Du bist 20 Jahre jünger. Du rauchst die ganze Zeit. Was bringst du mir? Es geht dich einen Scheißdreck an, ob ich rauche. Da hat er recht. Es geht ihn eigentlich einen Scheißdreck an. Nur Mario wird jetzt natürlich auch ausfallend, ja. Allerdings muss ich sagen, Köche und Fußballer, beides echt hart im Ton, ja. Ja, ist mir doch egal. Du hältst deinen Schwanz, deine Kamera. Du wirst am liebsten Vögel. Vögel, mach so. Könnt ihr nicht nur... Ja, da hat er natürlich auch recht. Er zieht sich aus. Er versucht mit allem Sendezeit zu generieren. Hat es vorhin probiert. Hat gesagt, komm, wir vögeln. Dann schreiben wir hier Fernsehgeschichte, ja. Und ja, und das ist natürlich, ja, da hat, muss ich sagen, stelle ich mich auf die Seite von Mario. Bis jetzt. Mal miteinander reden, ohne ausfallen zu werden. Du geh doch nach Hause und rauch weiter. Was machst du eigentlich hier so? Auch das, wie anmaßend. Was macht er hier? Der ist gebucht, ja. Er hat eine viel größere Reputation und im Gegensatz zu Erik hat er halt auch schon was geleistet im Leben, muss man jetzt sagen. Art und Weise, Form der Kommunikation, nochmal eine ganz andere Sache. Nur jetzt erstmal, wenn wir rein die Fakten betrachten, dann muss man sagen, dass der Bas eine Karriere hat und der Sindermann hat einfach noch nicht den Sinn gefunden in seinem Namen. Du bringst dir überhaupt nichts, Mario, sag ich dir ganz ehrlich. Mach doch nichts. Ja, ich meine nur, ich will auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet. Was heißt denn, dass jemand hier nichts leistet? Sie ist in der Küche, backt hier Kuchen für alle und kriegt das natürlich auch durchs Fenster nur bedingt mit. Versteht jetzt aber auch kurz was falsch. Den Zuschauern zeigen, dass du nichts bist. Ganz einfach, Punkt. Kamera ist drauf, hast deine Sendezeit. Ja, deswegen meine ich ja, danke dir. Hast deine Sendezeit. Danke dir, Mario. Du bist ein Arschloch. Ja, aber was hat er denn gerade gemacht? Ich möchte den Zuschauern zeigen, dass du hier drin nichts bist. Also das ist ja wohl so eine Arschlochnummer. Du bist ein armes Licht, bist du. Mario.
Ja, da gebe ich ihm recht. Ganz ehrlich, er ist ein armes Licht. Er sagt jetzt zwar, er hat ein Mode-Imperium aufgebaut, ja. Ich kenne keinen Dr. Zinsen Flagship Store. Ich habe ihn noch nicht auf einer internationalen Modenschau Mailand, Paris, New York erlebt. Berlin Fashion Week, okay, da kann ich, sorry Leute, ich hab 11 Fashion Shows bei Chanel und 2 bei Dior mitgemacht, wo ich gearbeitet habe und in Paris gelebt habe. Sorry, Fashion Week in Berlin, da kann ich nur drüber lachen. Gut, das mit Michalski ist nur meine Meinung, sage ich jetzt auch noch mal kurz dazu. Aber weiß ich, aber na egal. So, auf jeden Fall ist das Berliner Fashion Week der absolute Witz. So, und da muss ich jetzt sagen, dass ich keinen Dr. Zinsen Flagship Store kenne, ich kenne niemanden, der Dr. Zinsen trägt. Warum möchte ich auch das Konterfei von Gruffy Gummy auf einer Bauchtasche oder auf einem Shirt haben? Ja, also, so, das ist einfach keine Mode. Und wenn ich meine Sachen schon bei Astro TV verkaufen muss, war ich auch mal. Oh, da ist man aber schon ganz tief gesunken. Du suchst, nein, Nee, Quatsch. absolut. Quatsch mit anderen, Chris, und dann ist Ja, deine dann Zeit quatsch du mal. woanders. Wir müssen ja auch nicht mal miteinander Ich sprechen. mach mal auch. Ja, Also genau. kennst du keine Sendezeit, du Arschloch. Unglaublich. Und warum hast du uns dann gestern nicht gewählt? Kann ich dir sagen, weil ich mich von meiner Freundin getrieben habe. Also ist Katar schuld. Also ist Katar schuld. Und es stimmt auch nicht. Er hat Katar auf die Toilette gezogen und gesagt, wir müssen so wählen wie die anderen. Es ging von ihm aus und nicht von ihr. Hier war also eine ganz klare Lüge. Können wir nachgucken. Ich habe die Szene in der Reaction drin. Folge 4 könnt ihr euch anschauen. Nein, ich sage nicht, dass sie schuld ist, aber ich Nee, habe dann hast nicht du meine. keine Eier in der Du Hose. bist verlogen. Du bist verlogen, bist du auch noch. Du hast noch nie Eier gehabt. Ganz einfach. Du wirst. Ja, er hat halt echt wenig Rückgrat. Er versucht halt zwanghaft hier jetzt Sendezeit zu generieren. Er hat sich ja schon bei Promi BB reingeschmuggelt. Ja, mit einem ganz weirden Deal. Und hat jetzt Glück, dass er für die Sendung angefragt wurde. Und meint jetzt, er baut dadurch sein Fame aus. Er hat mir auch in der Sprachnachricht übrigens geschickt, dass er, weil ich gesagt habe, Erik, es ist schwierig, da jetzt, wenn ich das kommentiere, da muss ich einfach dein Verhalten und deine Missstände auch aufzeigen. Es geht halt nicht anders. Und dann sagt er, also macht ja nichts. Ich habe die meisten Follower gekriegt durch die Folge 5. Yay! Ja, also da sieht man halt genau die Motivation, die in ihm drin steckt. Und nie Eier haben. Mario, du hast kein FC Bayern gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bist du auch keiner, der bei den FC Bayern arbeitet, obwohl du Erfolg hast. Und Uli Hoeneß lacht sich wahrscheinlich tot über dich. Und das sind jetzt aber natürlich Punkte, die triggern natürlich auch den Basler, weil es gab ja auch einen Rechtsstreit mit dem FC Bayern und so weiter. Und natürlich sind andere aus der Zeit, wo er Nationalspieler war, haben natürlich andere Karrieren hier gebaut. Und Mario macht halt mal so ein Trash-Format mit, ehrenamtlich. Aber wie gesagt, es ist immer eine Frage des Geldes. Und ich finde es ja immerhin noch besser, er macht sowas, wie dass er ganz in der Versenkung verschwindet, weil es würde uns ja nicht unterhalten. Ne? Wahrscheinlich brauchst du die Gage. Deswegen bin ich hier. Ja? Ich krieg's dreifache von dir oder fünffache Das glaube ich, wahrscheinlich. dir, dass du die dreifache Gage bekommst. Auf alle Fälle. Und ich finde nicht, dass du hier irgendwie was sagen kannst, weil du hast La mir la jetzt la noch. la 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 la. Okay, das ist natürlich schlecht, la 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 la. Aber er hat gesagt, er stimmt ihn ja in vielen auch zu. Er sagt, ja, da hast du recht. Ich bin auch wegen der Gage da. Bin auch wegen Geld da. Und das finde ich wiederum, das finde ich auch wiederum, oder das ist einfach auch ehrlich, ne? Leck mich. Mario, du bist für mich ein armer Fußballer in gescheiterter Existenz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und Ja, du warst noch nirgendwo. Ja, ich weiß, ich kämpfe mich auch Und weiter nach oben. du kommst nicht weit. Ja, Glaub's mir. wenn du sagst, dass ich Ihr nicht weit seid noch komme, ein ist paar es auch Tage okay. hier, Ja, ihr ist auch müsst okay. miteinander klarkommen. Den kannst du nicht verändern. Ja, ich glaube nämlich auch, dass Erik, weil da einfach nur heiße Luft ist und nichts dahinter und sehr viel Talentbefreitheit da ist, ja, bei Erik, weil man hätte auch Sendezeit generieren können, indem man unterhaltsam, humorvoll, intelligent ist, ja. Man hätte jetzt nicht eine Situation aufgrund vom Rauchen nehmen müssen, wo man selber da drin gar nichts leistet. Also das, da ist einfach für mich auch ein bisschen
das war jetzt einfach, ist mir zu gekünstelt hochgeschaukelt. Blöd ist halt, dass der Basler halt voll ausfällig drauf einsteigt. Ich nehme dich auch nicht für ernst. Nur ich bin gerade auf dem Weg nach oben, du bist auf dem Weg nach unten. Das ist der Unterschied. Meine Karriere fängt gerade an, deine hat schon aufgehört. Ich glaube, dass mit dieser Sendung die Karriere erstmal endet, ja? Denn im Vorfeld wurde ja von Erik ganz viel aufgebaut für das Sommer, 2 Monate vorher. Boah, ja, ich spiele jetzt wieder Handball, ich mache jetzt keine Sendung mehr. Und ich bin hier nur das Opfer, nur das Opfer, nur das Opfer. Gestern in der Story, es ist alles nur der Schnitt, ja, ich war viel positiver. Es ist nur der Schnitt, dabei weiß ich von Beteiligten, die da drin waren, das, was wir alles noch zu sehen bekommen, der Schnitt für ihn sehr positiv war, weil er viel, 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 viel schlimmer, ausfälliger und aggressiver war, als tatsächlich gezeigt wurde. Also er kann dem Schnitt letzten Endes dankbar sein, aber es ist natürlich immer die Frage, wie man es hinstellt. Aber wenn man eben keine bessere Rechtfertigung hat, dann ist es natürlich immer der Schnitt. Ganze Folge und das ganze Drama und natürlich alle Spiele, auch das Exit Game mit Kader, könnt ihr natürlich auf RTL Plus anschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung und wir machen hier weiter. Deine Karriere, eine Karriere. Was für eine Karriere hast du denn? Sag das mal. Mario, das wirst du ja sehen. Ich habe eine Karriere. Ja, welche? Ich habe mein Modelabel in den letzten 5 Jahren aufgebaut. Oh, wie viel hast du verkauft? 2 Jacken? Ja, ich glaube, mehr war es auch nicht. Jetzt wird's, ne? Einfach, Mario, du hast noch nichts geleistet in der Art und Weise, dass du hier immer... Ja, was denn nicht? Was denn nicht? Was habe ich denn geleistet? Weil ich mich nicht gesaved habe. Nein, absolut. Weißt du, was mein Vorteil ist? Ich höre immer nur Ausreden. Du musst dich saven. Richtig. Ich nicht. Ich weiß, du warst ein Vorbild für mich, aber sorry. Zeig deinen Oberkörper wieder. Sendezeit. Ich vögel heute kriege ich Belohnung, heute werde ich wieder. Mach das. Mach Horn raus, mach's doch. Dann vögel, kündige nicht an, du hast keine Eier. Ja, und die Arme denkt sich, scheiße, ich bin mit ihm drin. Was meinst du, wie die Leute draußen über dich lachen? Was meinst du, wie die Leute über dich lachen? Weil die Leute sehen, dass du nichts machst. Über mich lacht keiner. Das Schlimme für dich, ne, dass sie über mich nicht lachen, über dich lachen. Du mir. Ja, und es ist halt auch leider echt lächerlich. Erik. Es ist egal, ob die Leute über mich lachen. Das, was ich erreicht habe in meinem Leben, ne? Ja. Da musst du 6 Mal auf die Welt kommen. Ich weiß. Ja. Schaffst du bloß nicht. Dann wirst du trotzdem nicht schaffen. Gut, jetzt komm runter, wirklich. Alles gut. Mir. Und ich schwöre, ich bereue es gestern, dass ich nicht das gemacht habe, was ich gedacht habe. Also. Ja. Er hat, aber wie gesagt, wir können es nachgucken, Folge 4 könnt ihr auch bei RTL Plus ganz nachschauen. Es war, er lügt hier. Der kann er bis 13, verstehst? Ja, aber jetzt lassen wir uns nicht mehr provozieren, weil auch das ist Taktik, weil das ist alles Taktik, ja, Schauspiel und Sendezeit. Jetzt hat er seine Zeit, der kriegt von mir Nee, der Ärger ist jetzt größer, wenn wir den ignorieren. Ja, da hat die Doris recht, sie haben sich beide triggern lassen, sind drauf eingestiegen, sind in die Falle getappt. Toll, jetzt kriegen wir nichts vom Kuchen. Schön gemacht, Chef. Ja, den Kuchen können sich jetzt abschminken. Du bist hier nicht alleine drin, du bist mit mir hier drin. Ja, und da kommt mal wieder die Kritik, ja. Dass er wirklich auch mal dran denken soll, dass er eben nicht alleine hier drin ist, aber er nutzt es für sich als seine Showplattform und bisher war die Show peinlich, muss ich sagen. Wenn es so weitergeht, bist du ganz schnell hier alleine dran. Er hat seine Sendezeit gekriegt, das ist das, was er wollte. Und ich bin drauf reingefahren. Ich bin auf den drauf reingefahren, ganz einfach. Schon professionell, muss man sagen. Er will ja in Reality gut gemacht. Und ich bin drauf reingefahren. Wenn es so auch ist, muss man ihm jetzt... Was stört Sie denn da, was genau? Wir haben heute Morgen, hat er mir das Versprechen gegeben, dass er nichts sagt. Ja, aber auf diese Versprechen kannst du ja nichts geben, Katha. Katha, wenn wir nicht gewinnen, fliegen wir hier raus. Ist mir egal, du hast ein Versprechen gegeben. Das ist das Ding. Dein Versprechen ist nur nichts wert. Ja, und dann fliegt ihr hier raus und dann fliegt ihr auch zurecht raus, muss ich sagen. Ich meine, das hast du ja selber verschissen. Du hättest ja auch punkten können mit Humor, mit Unterhaltung und so weiter. Wäre ja auch gegangen. Du hättest danach einfach sagen müssen, ich habe dir doch nur meine Meinung gesagt, was ist dein Problem? Nicht gegenschießen. Du bist zu emotionsgeladen. Du hast dich nicht unter Kontrolle.
Ja, das hat er tatsächlich nicht. Und wenn wir hier mal kurz sehen, das Hemd passt nicht zur Hose und die Schuhe passen auch überhaupt gar nicht dazu. So viel zum Modelabel. Doch, ich muss schon sagen, wenn wir uns eigentlich, also wenn wir uns sehen, dann schon längere Zeit. Und das so, jetzt redet der Bauer über seine Fernbeziehung zu Antonia. Deswegen. Aber meistens kommt sie dann. Das stimmt eben nicht. Ich frage nur. Nee, nee, aber das behauptet immer Antonia. Oh, ich muss immer kommen, sowas. Antonia ist wirklich seltenst bei mir. Wirklich, weil ich brauche es halt nicht so unbedingt. Ja. Weißt, für mich ist das immer Stress und oh, jetzt kriege ich schon böse Blicke. Ja, ist ja auch klar. Was heißt denn für dich, ist das immer Stress? Ich dachte, du liebst sie. Wenn du sie lieben würdest, dann ist das ja kein Stress. Ja, ich habe nachher schon auch ein bisschen Angst, sag ich jetzt mal, dass wenn Antonia halt zu mir zieht, dass sie zum Beispiel jetzt da unten, wo ich wohne, dass sie da nicht so richtig Anschluss findet. Okay, das kann ich natürlich nachempfinden. Er wohnt da irgendwo im Kaff am Bodensee. Und ich weiß nicht, wo Antonia wohnt. Das ist natürlich eine Umstellung, ja. Das ist auf dem Land immer ein bisschen anders, ja, als wenn man vielleicht ein städtisches Umfeld hat. Und das, finde ich, ist durchaus auch ein Einwand, der mir natürlich zeigt, okay, da denkt er drüber nach. Aber wie er sich einfach in der ganzen Folge ihr gegenüber verhält, ist absolut toxisch. Und da bin ich auch der Meinung, dass das keine Beziehung mit Bestand für die Zukunft sein wird, ja. Teilweise einfach auch nicht bereit, schon 24 Stunden in Kasper zu spielen, oder? Geht nicht, ey, geht nicht. Wie kann man denn hier drin nur lästern? Ich lästere doch gar nicht, also, hä? Nee, das ist, wo lästere ich denn? Das stimmt doch gar nicht. Nein. Aber ist trotzdem schon ein bisschen hart, was du sagst. Was? Dass 24 Stunden mein Kasper zu spielen. Ja, dass du so, genau, wollte ich gerade sagen, weil du musst sie doch nicht beschäftigen. Kannst du eigentlich auch mal irgendwas Nettes zwischendurch sagen? Was? Schatz, ich sag dir doch nichts. Warum ich hier sitze? Schatz. Weil ich dich bis da vorne an Tisch, Schatz, ich sag doch meinen Namen die ganze Schatz, Zeit ich will dir doch nichts Nettes sagen. Ich verstehe nicht, warum du diese Beziehung hier so in den Dreck ziehst. Ich zieh doch gar nichts in den Dreck. Vor laufender Kamera erzählst du, wie scheiße ich eigentlich warum bin. Warum bist du scheiße? Du weißt genau, was ich meine. Nein, du sagst dann sag's das mir nicht, aber du tust so. Nein, ich sag das nicht. Du sagst nur Kontrast. Also du sagst gerade nur Kontrast. So, und wenn du nicht mit mir zusammenleben willst, dann sag es doch einfach, okay? Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch... Also das ist das zweite große Ego da drin in dieser Pärchenkonstellation. Und deswegen hat er mir halt auch schon nicht gefallen bei der Couple Challenge, weil ich ihn wirklich unangenehm empfinde. Und er ist sexistisch, er hält sich für den Größten, für den Besten. Mich würde wirklich nun interessieren, wenn er jetzt nochmal zu Bauersuchtfrau gehen würde, ob er nochmal 10.000 Zuschriften bekommt, aber gut. Es sind ja viele auch doof genug, die sowas geil finden. So, schaut euch mal den Blick von Erik an. Provozieren, ich provoziere, ich brauche Sendezeit. Ich hab jetzt trotzdem Apfelkuchen geholt. Ich habe einen Apfelkuchen für mein Haselnuss besorgt, damit sie auch was zum Essen hat. Ich habe mir einen Apfelkuchen geholt. Verdient's keinen. Mann, Hase, der ist doch für dich. Dankeschön. Hast du gefragt? Also, sie ging natürlich davon aus, dass er gefragt hat, aber es ist ja klar, dass er nicht fragt. Weil nachher... Heißt es, meine Portion wurde weggegessen. Cosimo kocht nur für sich und seine Freundin und sagt, er macht es jetzt nur für sich, nicht, dass es heißt, die Portion wurde weggegessen. Das triggert Yvonne, die für die Gruppe die ganze Zeit kocht. Ich hab da nichts Falsches gesagt. Doch. Nein. Wenn's so ist, dann tut's mir leid. Ich bin nicht so ein Egoist. Ich mach für alle. Jeder darf es essen. Ist gut. So, Cosimo merkt, okay, scheiße, ich hab Fehler gemacht, ja, Mist. Und entschuldigt sich aber. Doch, tut scheiße, leid, Yvonne. Ich mach für jeden Essen. Yvonne, es tut mir leid. Fertig. Leute. So, Yvonne, es tut mir leid. Damit könnte dieses Thema vom Tisch sein. Das hat ja auch in der Küche stattgefunden. Und natürlich denkt sich, oh wow, es gibt ein bisschen Beef und ich bin nicht dabei. Also, Gruffy Gummy hüpft dahin. Ich kann nicht kochen und ich habe noch nie gesagt, dass ich koche, weil ich nicht koche. Ganz einfach. Warum? Zack, Fenster auf, pünktlich zum Stichwort. Ja, Yvonne ist doch mal gut, jetzt reiß dich doch mal bitte zusammen. Nee, reiß du dich mal bitte zusammen. Jeder kam gestern Abend und hat gesagt, ey, halt doch mal dein Maul jetzt. Halt doch mal den was ist eigentlich los mit dir? Du kommst da hin, Yvonne, diskutiert mit Cosimo, was ist dein Problem? Das Thema ist doch durch. Du gehst deinen Weg, wir gehen unseren Weg. Also ist doch in Ordnung. Musst du nicht jedes Mal. Und dann, mein Gott, ey.
Also die war auf jeden Fall nicht ausfällig, fand ich. Und sie hat recht, er soll sich zusammenreißen. Was mischt er sich da jetzt ein? Und die richtigen Worte bei der Verabschiedung, denn Kader hat natürlich das Game verloren gegen die Dürs und verabschiedet sich jetzt hier aus dem Sommerhaus und sagt nochmal ganz wahre Worte zu Erik. Die Trash Queen. Ja, genieß noch die restlichen Stunden hier. War gut, ja. Restliche Stunden hier. Ja. Ja, genieß die restlichen Stunden hier. Ja, ist ja auch noch nur noch diese und die nächste Folge. Na, das ist ja auch erledigt, Gott sei Dank. Nein! Hallo, Moin. Oh mein Gott, ich bin großer Fan. Hallo. Jetzt kommen neue rein und Monsieur wittert die große Chance, die neuen natürlich gleich auf seine Seite zu ziehen. Und wie er das macht, mit welchem Taktgefühl und welchem Geschick, ist so beeindruckend. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt reingekommen seid, weil es gibt mittlerweile so zwei Grüppchen und ja, dementsprechend freuen wir uns, wenn neue Freunde jetzt kommen, mit denen wir uns unterhalten können. Also hier sind die Außenseiter jetzt eigentlich theoretisch. Hier der erste Außenseiterraum, dann der zweite Außenseiterraum. Okay, beide denken sich, okay, was soll das jetzt? Oh, okay, läuft. Ich muss sagen, Erik ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Ne? Also seine Freundin aber nicht. Nee, seine Freundin nicht, aber er fängt schon zu viel. Er macht schon so, ja, hier sind neue Freunde hier drin und ist so ein bisschen sehr auftritt. Also kam mir jetzt persönlich ich rüber. Halt ich kann ihn noch nicht so einschätzen, auch noch nicht wie einschätzen. So wie der drauf ist, aber für mich war das ein bisschen too much. Ja, für mich war das ein bisschen too much. Und da haben sie ja auch recht, ne? Die wollen gleich auf die Seite gezogen werden und das hat er natürlich wirklich plump gemacht, das hätte man geschickter machen können, ja? Aber man hätte ja vielleicht auch mal mit Höflichkeit, mit Humor und so weiter punkten können, ja? Anstatt hier schon wieder gleich Intrigen zu machen. Was jetzt ganz krass ist, ich zeige euch zwei Ausschnitte aus diesem Spiel, wo der eine blind das Auto fährt und der andere ihn lotsen muss. Und wie der Bauer mit seinem übertriebenen Ego und seinem Ich kann alles und ich habe nur einfach eine scheiß Freundin, wie er sie hier fertig macht, da muss ich euch mal zwei, drei Szenen zeigen, weil es ist erschreckend, es ist widerlich, es ist giftig, es ist ekelhaft. Und jetzt kommen wir hinten rum. Nee. Bin echt mit Idioten auf Schatz. Der Welt. Da kriege ich echt Gänsehaut. Hör doch auf, mich jetzt zu beleidigen. Nein, aber das kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist, mich hier mit einem Auto so, durchzufahren. Jetzt, und jetzt haben wir hier weniger Platz, theoretisch. So, klar, er kann da mehr logischer denken, aber es ist natürlich auch rückwärts und so eine riesen Karre und links, rechts plus Kameras. Und da steht ja auch das ganze Produktionsteam außen rum und amüsiert sich schon. Da wirst du natürlich auch nervös, ja. Und da tut mir das Mädchen echt leid. Und vor allem jetzt. Ja, ja, jetzt passt. Aua, au, au. Aua, Leute, aua. Was ist los? Der Scheibenwischer ist losgegangen. Aua, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiß Scheibenwischer, du. Warte, passt. Was ist das für eine Aggression, die er jetzt da an den Tag legt? Heftig. Passt, lass es doch. Du machst alles kaputt. Guck mal, sie hat Angst. Sie hat echt Angst. Gut. Dass man da nicht drei Synapsen zusammenschalten kann. Hier fahre ich einen 40 Tonner durch. Problem ist halt, kann's okay, noch passieren. Ich kann nicht immer für fünf kämpfen. Es macht ja auch nur er alles, ne? Nicht sie. Es ist nur er. Geht nicht. Ich glaube aber, dass die Stimmung gegen euch, wenn kein Stimmungsmacher gegen euch mehr da ist, das ist genau der Grund. Ihr dann eine größere Chance habt. Oh, jetzt kommt hier so der Maulwurf durch, ja. Also er hat sowas Rattiges, finde ich, ja. Ratatouille, ja. Ratatouille Dürr. Möchte hier jetzt, natürlich seht ihr jetzt auch ein bisschen Gift, ja. Und sagt, ey, wenn der Stimmungsmacher weg ist gegen euch, dann bleibt ihr natürlich im Game. Mario ist ein Trainer und wir sind seine Spieler. Und er lässt dich auf die Bank, schickt dich raus oder packt dich aufs Feld. Und jetzt kommt das, wo ich sage, Leute, damit ist die noch nicht angefangene Karriere eines Sindermanns weg. Der Sensenmann schnappt sich jetzt die Karriere vom Sindermann. Und zwar kommt es jetzt zur absoluten Eskalation.
und das Highlight. Wir wollen es natürlich immer gerne sehen, sowas. Auf der anderen Seite ist es echt bedauerlich, denn wir sitzen beim Essen und Erik möchte wieder eine Bombe zünden und wieder einen Skandal aus dem Nichts machen für Sendezeit. Und Katha sagt, nee, komm, lass mal heute einen entspannten Abend haben. Und sie bleibt die ganze Zeit ruhig, sie wird nicht ausfallend, sie bleibt ruhig und macht gar nichts. Nicht heute. Das Fleisch ist auch gut. Versprochen. Sind nicht jetzt im Sommerurlaub, versteht es doch mal. Wir sind hier nicht im Sommerurlaub, versteht es doch mal. Also er will Sendezeit unbedingt und möchte jetzt natürlich nochmal einen Skandal haben. Also was macht das für einen Eindruck auf die Neuen, wenn die direkt sehen, wie du da abgehst? Ja. Aber wir müssen nochmal ganz kurz. Vertrau mir doch ein bisschen. Vertrau mir doch jetzt mal, ne? Du musst dich manchmal durchsetzen gegen andere. Was heißt denn durchsetzen gegen andere? Man kann doch auch vielleicht mal einen entspannten Abend haben. Ich manchmal durchsetzen gegen andere. Das ist kein Schlaraffenland. Deswegen ist es auch strange, solche Situationen. Ich habe mir mal einen Abend gewünscht, wo mal Ruhe ist. Und er guckt wieder ganz betröppelt, denkt ja, Ruhe, unser Thema ist gegessen. Wir haben keine Probleme jetzt mehr hier. Also, ohne mich wärst du gar nicht bis hierher gekommen. Und sie denkt sich, was soll der Satz? Du wolltest hier rein. Du wolltest partout hier rein. Du. Was denkst du, was ich davon habe? Offen, was denkst du? Alles auf dem Boden. Noch Hase. So. Und er provoziert sie. Hast wieder schlechte Stimmung. Soll ich sagen, warum? Mann, Katha, dann geh weg. Was ist denn jetzt ein Problem gerade wieder? Wir müssen uns jetzt gegen die anderen durchsetzen, Katha, nicht gegen uns beide. Also hör auf, jetzt bitte durchzudrehen. Nicht wir beide sind jetzt gerade fein, wir müssen uns gegen die anderen durchsetzen. Also ich sehe nicht, dass sie durchdreht. Ich glaube, das verstehst du gerade nicht. Ja, aber ich verstehe gerade nicht, wo das Problem da ist. Entspann dich. Ja, sei jetzt. Selbst Cosimo sagt, fahr mal runter, entspann dich. Du baust gerade Aggressionen auf und die baut er halt auch auf. Ruhig, dann nerv mich jetzt bitte heute Abend nicht. Sie nervt ja gar nicht, sie sitzt da. Hör auf, die Stimmung zu versauen jetzt schon wieder. Ich versau die Stimmung, ich mache gar nichts. Und er säuft schön weiter, ne? Sie zieht sich zurück ins Bett. Katha, das war so selten dämlich jetzt. Du hast den ganzen Abend kaputt gemacht jetzt endlich. Sie hat den ganzen Abend kaputt gemacht. Ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir. Sie versucht zu deeskalieren und er versucht zu eskalieren. Wir haben hier 50.000 andere Probleme. Ich muss immer wieder sagen, ich verstehe einfach Frauen nicht. Ich verstehe nicht. Kein Bock. Können wir auch mal kurz nochmal drüber sprechen? Hemd und Hose passen wieder nicht zusammen. Ich schwöre, habe ich keinen Bock im Team, habe ich keinen Bock auf Beziehung. Ich habe keinen Bock, so ein Drecksleben zu führen. Ja, aber dann so ein Drecksleben zu führen. Ich wäre gegangen. Ich hätte gesagt, Produktion packt meine Sachen, ist scheißegal, schmeiß sie weg. Ich gehe jetzt hier raus. Taxi, Uber, raus, Stadt, Hotel. FU. Hätte ich gesagt. Nee, ich hab keinen Bock. Das ist mir wirklich. Ich hab wirklich keinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich immer auf alle Sachen verzichten muss, die ich normal mache, habe ich keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf eine Beziehung. Ja, dann bitte. Ey. Boah. Und da kann man jetzt nicht sagen, wie andere YouTuber gesagt haben, ja, so hat er das ja nicht gemeint. Hört mal auf die Betonung, das meint er ja gar nicht so. Hm? Doch, meint er. Bevor der hier freiwillig mit dir rausgeht. Bis du das rechtzeitig mitbekommst, sag du lieber, ich gehe hier freiwillig. Der geht hier niemals rein. Der braucht die Kohle so sehr. Ja, und das glaube ich eben auch. Deswegen geht er nicht freiwillig. Aber er inszeniert jetzt einen freiwilligen Abgang. Ich habe auch schon meine Koffer gepackt bei KDRS einen Abend. Ich überlege wirklich gerade, ob ich freiwillig das Ding verlasse. Das Ding, doch, weil sie macht mich hier komplett tot. Ganz so nervig. Ich will mal einen Tag Ruhe. Einen verdammten Tag. Ach, Erik, komm. Nein, jetzt, komm. Nee. Nein, es ist mir scheißegal. Nein. Auch nur Show. Nein, es ist mir scheißegal. Jetzt setz dich hin, komm, das ist, bevor das die anderen mitkriegen, komm, pack das jetzt ein. Nee, ich möchte Erik. Nicht. Die Antonia lenkt hier auch nochmal ein. Dass sie dann auch noch profitiert, das sage ich ganz ehrlich. Dass sie profitiert, ja, das möchte er mal überhaupt nicht. Sie hat hier schon mal gar nichts zu profitieren, sondern nur ich. Mir wirklich egal, so, dann ist das der Ausstieg, den wir gewählt haben. Nein, komm, jetzt setz dich hin. Du wirst es bereuen. Das ist mir scheißegal. Ich habe noch nie eine Frau, die mich so gefickt.
Katha, du tust immer so, als fändest du das alles von mir dumm. Du bringst doch die Ideen. Du hast doch dieses ganze Schauspiel hier angefangen. Du hast doch die Pläne hier reingebracht. Sag doch mal bitte ehrlich, was los ist. Sie hat es doch angefangen. Ja, dann hör. Tu doch. Tu doch nicht so. Und ich weiß, er hat viel schlimmere Worte benutzt. Und ich weiß, er hat auch am Bett gerüttelt. Das weiß ich von drei Leuten, die drin waren. Und deshalb, da hat er Glück, dass der Schnitt so ist, wie er hier jetzt gerade ist. Aber man sieht ja schon, schaut mal an, alle Muskeln sind angespannt, Halsschlagader schlägt. Er hat hier das deutliche Aggressionsproblem. Nicht so verdammt! Lächerlich. Mir reicht's, weil diese Frau so falsch ist. Also er schiebt, er projiziert seine Missstände ganz auf sie. Guck mal, du bist doch nicht wie Mike Ceres Ende. Nein, wer ist Mike Ceres? Will ich auch gar nicht. Ja, also dann überleg jetzt genau jetzt in dem Moment, jetzt gerade, was ich dir gesagt habe, genau richtig. Hör auf jetzt. Ja. So, Cosimo sagt auch ganz ruhig, hör jetzt auf, fahr dich runter, ja. Und alle kommen dazu und schaut euch mal die betröppelten Gesichter an. Das ist nicht nur aufgrund von dem, was wir jetzt gesehen haben. Mann, da hat aus meinem Leben verkackt. Ich habe die letzten 5 Jahre mit so nach oben gearbeitet, verdammte Scheiße. Die letzten 5 Jahre habe ich mir so ein geiles, lustiges Image. Die Leute haben mich als Entertainer wahrgenommen, als bist lustig du doch und sonst noch. Ja, aber noch? Ja, aber du hast hier halt, du hast nicht entertained, du hast auch bei Big Brother leider nicht groß entertained. Und alle sind jetzt da. Aber du machst weiter. Sendung. Sie hat mein Leben verkackt. Nein, hat sie nicht. Hat sie auch nicht. Cool, lieber Gott, was habe ich in den letzten 5 Jahren falsch gemacht? Jetzt kommt das Stoßgebet. Ganz ehrlich, Erik, bleib in deinem Kaff in Brandenburg und geh mal bis Silvester nicht vor die Tür. Ich würde mich so schämen. Ich würde nicht mehr rausgehen. Ehrlich, ich würde nicht mehr die Straße betreten. Ey, ich war so ein guter Mensch. What the fuck, Alter? Ich habe mich... Ja, das seht euch diese Show an. Das ist so... Also das ist wirklich, es ist natürlich völliger Trash, aber es ist auch echt ekelhaft. Und dieses Ablenkungsmanöver auf Instagram, es ist der Schnitt, jetzt mache ich hier so eine Party-Tour da auf Mallorca mit Dralala. Das war ja alles schon vorgeplant, um eigentlich von dieser Sendung abzulenken, aber die Sendung hat ihm ja die meisten Follower gebracht, wie er mir gesagt hat. Immer gut genommen. Junge. Schau dir mal deine Freundin an, die sitzt da wie ein Häufchen Elend, die weint. Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. Also das geht, Junge, überleg dir doch mal, was du machst. Das kann ja keine Liebe sein, wenn man seinen Partner so weinen sieht, dass man nicht das Bedürfnis hat, hinzugehen und die Person zu trösten, sondern einfach noch weiter draufhaut. Frau, deine Aber Frau. Sie macht es doch auch. Nur sie macht es nicht wegen, dass ich laut bin und unsachlich. Sie weiß ganz genau, welche Sachen sie bringt, damit ich schlecht dastehe. Deswegen bin ich doch sauer im Endeffekt. Und das ist eine Fehlentscheidung, weil wir bei dir reingegangen sind. Das ist klar jetzt, Katha. Und ich habe ja auch davor gesagt, wir müssen hier nicht reingehen. Und das glaube ich ihm überhaupt nicht, ja? Pass auf, Erik. So, und da kommt jetzt auch nochmal der Basler an, weil dem reicht es jetzt auch, wie er sie behandelt. Ich sag dir was, du bist unterste Schublade. Tu doch nicht dein Urteil jetzt gerade ab, Mario. Du zerstörst eine Frau, du beleidigst eine Frau. Genau. Ich weiß ja nicht, was ihr getrieben habt die ganze Zeit. Genau. Hassen, lieben. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich kann dir nur eins sagen. Du bist ein kleines Kind. Ja, Mario, du bist 53. Ganz ruhig sitzen bleiben. Nee, aber ich meine, ich kann mich ja, doch aber auf deine Augenhöhe setzen. Aber setz dich doch hin. Warte, dann setz dich mit, dann kannst du dich auch hinsetzen. Ja, da bist du auf meiner Augenhöhe. Ah, er geht ruhig auf ihn zu. Er stürzt sich auf mich, wo alle Leute auf mir drauf sind, wittert da seine Chance und im Endeffekt, jetzt steht er wieder da als der Glaubwürdige. Ja, er ist aber auch leider in dem Moment glaubwürdiger als du und wir wissen nicht, was du alles zu ihr gesagt hast, weil ich glaube, bei ihm hat es wirklich gedauert, bis er reinging und mal gesagt hat, es reicht jetzt. Deswegen nervt mich dieser Stress auch heute so mit Katha, weil der war gar nicht mit einberechnet sozusagen. Eigentlich einberechnet? Das ist der, das wird einberechnet. Ja, einberechnet. Das ist halt, genau, es ist Kalkül. Ey, bitte, ne? Bin kein Ratgeber, ne? Ehrlich, ne? Aber tu dir selber einen Gefallen, ne? Lass dich bitte nicht so runterbuttern. Ich kann das nicht sehen. Ich krieg, da bricht mir, mein Herz geht kaputt daran. Ehrlich, ich kann das nicht sehen. Ja, den Mölders finde ich ganz sympathisch, weil, wie gesagt, was Erik da jetzt abzieht, ist richtig, richtig schlimm. Und das kann man jetzt auch nicht schönreden mehr, aber ihr werdet viel Schönrederei da hören.
weil es da einfach auch viel Beeinflussung gibt und so weiter von anderer Seite. Und viele werden das als Spaß abtun. Ich sehe hier einen verzweifelten Versuch, weiter sich interessant zu machen für TV-Formate. Bin aber der Meinung, dass das nicht mehr in ein TV-Format gehört, ganz ehrlich. Und alles andere überlasse ich euch jetzt mal in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Es war eine harte Folge und es geht ja morgen Abend schon wieder weiter. Meine Lieben, einen ganz guten Tag für euch. Bis dann, euer Michael. Ciao.